Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julina und ich habe in der letzten Zeit immer öfter Anfragen von euch bekommen, dass ich doch mal High-End versus Drogerie bzw. teuer gegen günstigere Produkte auf Herz und Nieren testen soll. Und außerdem wurde ich immer gefragt, was meine absoluten Lieblingsparfums sind. Dementsprechend habe ich gedacht, packe ich diese zwei Ideen heute mal in ein Video. Und ich freue mich total, weil dieses Video in Zusammenarbeit mit Gemini Parfums entstanden ist. Für diejenigen von euch, die Gemini Parfums noch nicht kennen. Gemini Parfums ist ein deutsches Unternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem sein Lieblingsparfum finanziell ermöglichen zu können. Wie ihr wisst, sind viele Parfums bei Douglas oder Flaconi oder so oft sehr, sehr teuer und manchmal verliebt man sich aber trotzdem in den Duft und dann ist man immer so im Zwiespalt. So eins meiner absoluten Lieblingsparfums, was ich euch gleich auch noch zeigen werde, ist von Armani C. Und das ist halt einfach unglaublich teuer. Die Marke Armani ist natürlich auch irgendwo eine High-End-Marke und da steckt mega viel hinter mit Werbung und Produktion und auch man zahlt so ein bisschen den Markennamen mit. Bei Gemini Parfums ist es hingegen so, dort wird sich nicht auf das Image konzentriert, sondern einfach auf das reine Produkt und die Qualität des Produkts. Die Produktion der Parfums ist zu 100% in Deutschland, was ich auch mega, mega cool finde, weil man dadurch halt ein bisschen nachhaltiger einfach ist. Und bei den Inhaltsstoffen sind es ausschließlich Premium-Inhaltsstoffe, ohne Farbstoffe, wirklich nur natürliche Öle, damit halt auch Irritationen so ein bisschen vorgebeugt werden kann. Ich habe das zwischendurch, dass ich irgendwie, wenn ich ein Parfum aufspringe, hier so komplett rot werde, weil da halt oft irgendwie auch Inhaltsstoffe drin sind, die halt nicht so gut für die Haut sind. Das soll bei Gemini Parfums nicht passieren und ich habe auch damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber ja, genug dazu. Kommen wir jetzt erstmal zu meinen absoluten Favoriten. Das hat euch mega, mega interessiert, was für Düfte ich mega gerne trage. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Eins meiner All-Time-Favorites, welches ich echt schon seit Ewigkeiten benutze, ist von Armani C, das Intense, das Schwarze. Und das hier ist die 100ml Flasche. Und diese 100ml Flasche kostet bei Douglas 132 Euro. Ich habe das eben nachgeguckt und ich war nur so, oh Gott, krass, ja. Das war halt echt eine Anschaffung, aber ich habe mir halt gedacht, ganz ehrlich, wenn man einen schönen Duft hat so und den einfach liebt und es liebt, den zu tragen, so ist halt auch eine Form von Luxus und wie gesagt, ich liebe den Duft hier einfach mega doll. Und das Coole ist halt, wenn ihr jetzt halt so einen Lieblingsduft habt oder halt wisst, ich liebe den, aber der ist mir irgendwie zu teuer, könnt ihr auf Gemini Parfums auf der Website oben in dieser Suchbar einfach den Namen von eurem eigentlichen Lieblingsparfum eingeben, wie zum Beispiel Armani C. Und die Website spuckt euch dann aus, welches das Pendant zu eurem Parfum ist. Das ist bei Armani C der Duft Iris oder Iris, Iris glaube ich. Und das Coole ist halt, das hier sind auch 100ml. Die Gemini Parfums kommen auch in 100ml Flakons. Und haltet euch fest, dieses Parfum kostet statt 132 Euro 28 Euro. Somit habt ihr halt einfach eiskalt 104 Euro weniger gespart für die exakt selbe Menge. Und ich habe das die letzten 2,5 Wochen jetzt getestet. Und Leute, wenn ich das drauf habe, frage ich Florian immer, und wie rieche ich heute? Weil Florian mag Armani C halt auch echt gerne. Und glaubt ihr, er hat einen Unterschied bemerkt? Das ist einfach so krass. Es gibt so ein paar Düfte, das ist einfach mein absoluter Standard. So, das ist mein Duft. Das ist Armani C, das ist Gucci Guilty, das ist von Victor & Rolf Flower Bomb. Wenn ich einen dieser drei Düfte drauf habe, habe ich einfach so meinen Power-Modus on. Und die kann Florian halt auch echt mittlerweile schon erkennen. So, ah ja, heute hast du Armani C, heute hast du Victor & Rolf Flower Bomb. So, das kann er schon erkennen. Und als ich die letzten Tage die Parfums hier ausprobiert habe, ohne Scheiß, er hat keinen Unterschied gemerkt. Und das war für mich das Zeichen, wo ich nur so war, krass, wenn nicht mal er einen Unterschied merkt, dann ist es echt das Gleiche. Was mir jedoch aufgefallen ist, was ich die ersten Tage auf jeden Fall falsch gemacht habe, ist, ich habe definitiv zu viel benutzt. Durch die natürlichen Öle, die halt in den Gemini Parfums verwendet werden, ist es sehr intensiv. So, ihr braucht nicht so viel, wie man denkt. Ich war beim ersten Mal so, okay, es ist halt ein bisschen günstiger und ich war so ein bisschen skeptisch, als ich es getestet habe und war so normal halt, so 4, 5, 6 Mal gesprüht. Und es war echt ein Ticken zu intensiv. So, ich war zwischendurch so, okay, krass, das ist halt echt zu viel. Es langt halt wirklich, wenn ihr 1 bis 2 Mal sprüht. Ich mache meistens irgendwie einmal so hier auf meinen Hals-Dekolleté-Bereich und einmal dann irgendwie noch so in meinen Schal oder in meine Klamotten, weil auch dort das Parfum mega, mega lange hält. Im direkten Vergleich kann ich also wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen. Kein Unterschied zu Iris und C von Armani. Ein weiteres Pärchen, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist von Paco Rabanne Lady Million und von Gemini Sunflower.
Das ist einfach auch so krass, wie ähnlich die riechen. Ich muss persönlich sagen, Lady Million ist schon ein Duft, den ich gerne trage, aber ist jetzt nicht so mein erster Griff. So, der ist eher was für besondere Anlässe für mich. Klar, der ist sogar noch ein Ticken günstiger als Armani C, aber irgendwie dieser Duft hat für mich was ganz Besonderes. Ich kann das gar nicht so ganz klar erklären, warum. Manchmal bin ich da komisch. Aber wie gesagt, als ich die Parfums die letzte Zeit ausprobiert habe, habe ich auch Sunflower ausprobiert. Und es war so krass, weil ich sofort wieder in meinem Lady Million Mode war. So, es war halt, ich finde, Parfums machen was mit einem. So, unterschiedlich davon, was man drauf hat, fühlt man sich auch manchmal anders. Und der hier hat mich echt definitiv in dieselbe Lage gebracht wie Lady Million und gefällt mir mega, mega gut. Ich wünsche mir gerade so sehr, dass es Duftvideo gibt. So, ich meine, wie cool wäre das, wenn ich euch jetzt hier so ein bisschen rumsprühe und ihr es auch riechen könntet. Man merkt halt wirklich, dass das Ganze so ein bisschen frisch, aber trotzdem auch ein bisschen süßer. Ich finde, das ist halt irgendwie so mega der schöne, elegante Duft und der gefällt mir echt mega gut. Die letzte Kombi, die ich euch heute zeigen möchte, ist, wie ich erst schon sagte, Victor & Rolf Flower Bomb. Und dieses Parfum, damit habe ich mich auch anfixen lassen. Da habe ich nämlich ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Ich glaube, das ist schon, oh, das ist auch bestimmt schon 2 Jahre her. Ich glaube, das war mal von Gigi Gorgeous in einem Monatsfavoriten-Video. Hat sie mega von geschwärmt, dann bin ich zu Douglas gerannt und habe das auch ausprobiert und ich bin obsessed. So ganz ehrlich, ich liebe dieses Parfum so sehr. Und halt auch hier, der Preisunterschied ist enorm. Ich habe gerade wieder bei Douglas geguckt und die 100 Milliliter Größe liegt bei 128 Euro und Gardenia von Gemini Parfums liegt bei 28 Euro. Also 100 Euro gespart. So, das ist halt einfach absurd, wenn man sich das vor Augen hält. Und Leute, ihr wisst, ich erzähle euch keinen Bullshit. Ich war echt mega skeptisch, als ich die Sachen in der Post bekommen habe und ich war nur so, riecht vielleicht ähnlich, aber ich war halt echt, mir war nicht so bewusst, wie viel Geld halt anscheinend wirklich in diesen ganzen Marketing-Produktionen, die Parfums haben ja auch voll oft irgendwelche Stars und Celebrities in den Werbungen, wie viel da echt hintersteckt. Der Duft ist 1:1 und auch von der Haltbarkeit. Ich habe den drauf gemacht, am nächsten Tag habe ich denselben Pulli nochmal angezogen, ihr wisst welchen, ich meine diesen grauen, den ich auf Snapchat gefühlt immer anhabe. Und am nächsten Tag habe ich mich nicht mal neu einsprühen müssen, weil der Pulli immer noch so nach Gardenia, also Flower Bomb, gerochen hat. Es war absurd. Und der letzte Duft, den ich euch heute zeigen möchte, ist nicht für mich, sondern für meine Mama. Und zwar ist das hier der Duft Tulip, welcher ein 1:1 Dupe zu Lancôme Trésor ist. Lancôme Trésor ist persönlich nicht so meins, es ist mir einfach ein Ticken zu süß, aber meine Mama trägt das unglaublich gerne. Und letzte Woche, als ich sie beim Familienessen gesehen habe, habe ich den hier mitgenommen und war nur so, hier Mama, riech mal, mach mal Augen zu und riech. Und sie war nur so, oh, Lancôme Trésor, mein Duft. Und ich war nur so, nee, nicht ganz, mach mal die Augen auf. Und sie war so geflasht, sie konnte es nicht glauben, dass das halt was anderes ist. Und dann habe ich ihr halt auch das Konzept erklärt und sie war nur so hardcore geflasht. Und sie war dann halt so, oh mein Gott, darf ich das mitnehmen, weil sie weiß, dass es nicht ganz so mein Duft ist. Ich war nur so, nee, ich brauche das leider noch für ein Video. Aber ich glaube, sie wird sich tierisch freuen, sobald ich jetzt hiermit durch bin und sie den endlich haben kann. Weil es halt auch echt für sie so krass einfach, sie weiß jetzt, egal wie viel sie den Duft tragen möchte, sie muss nicht mehr damit geizen. Weil zwischendurch denkt man sich, oh, einfach ein bisschen Deo, lang, so Parfum ist zu teuer für jeden Tag, aber ganz ehrlich, 100 Milliliter für 28 Euro, slay. So, meine Lieben, und das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch interessiert, zu wissen, wonach ich rieche. So, es klingt ein bisschen creepy, aber viele von euch hatten sich gefragt, was so meine Lieblingsdüfte sind. Andere Düfte, die ich sonst noch sehr gerne mag, sind zum Beispiel Gucci Guilty oder Boss Orange, ja. Die mag ich auch sehr gerne. Ja, das sind so eigentlich meine Favorites mit denen, die ich euch heute gezeigt habe. Ich hoffe halt einfach, dass ich euch mit diesem Video und mit dem Tipp über Gemini Parfums helfen konnte, einfach ein bisschen Geld zu sparen, weil es ist halt einfach absurd krass. So, ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, man kann 100 Euro sparen, hat exakt denselben Duft, dieselbe Haltbarkeit, dieselbe Qualität. Es ist in Deutschland produziert, so was soll ich anderes noch dazu sagen. Es ist halt einfach definitiv top. Ich hoffe unglaublich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Falls es der Fall ist, lasst mir definitiv meinen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare, was für Produkte ich als nächstes bei High-End gegen Drogerie oder teuer gegen günstig testen soll. Highlighter, Foundation, Lippenstifte, vielleicht irgendwas zu essen. Ich bin bereit, alles für euch zu testen. Eure Kreativität ist gefragt und ich bin total gespannt, was ihr mir in die Kommentarbox schreibt. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, müsst ihr das definitiv tun, damit ihr keines meiner zukünftigen Videos verpasst. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich für heute zu sagen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag!